schönen guten Morgen. Hier ist wieder die Bea. Ich freue mich auf euch. Wir machen wieder gemeinsam ein bisschen Sport am Donnerstagvormittag. Und ich hoffe, ihr habt euch wieder irgendeinen kleinen, weichen Untergrund besorgt. Matte werdet ihr nicht zu Hause haben, nehme ich an. Aber Handtuch und auch, wie gesagt, dass ihr nicht so hart nachher am Boden liegt. Und auch für die Knie, da weich gepolstert seid. Sehr schön. Dann legen wir auch gleich los. Vielleicht auch sogar ein Glas Wasser in die Nähe. Wenn ihr zwischendurch was trinken wollt, bitte selber entscheiden. Ich sehe euch ja nicht. Das ist natürlich immer möglich, auch mal zwischendurch eine Pause zu machen. Ihr seid nicht verpflichtet, alles mitzumachen. Alles kann, nichts muss. Und wenn irgendwas euch unangenehm ist oder wehtut, generell nicht weitermachen, bitte. So, wir starten wieder so hüftschmal, hüftbreit, je nachdem. Schaut, wo eure Hüftknochen sind. Da kommen die Beine drunter und dann unten die Füße mit den Fußspitzen nach vorne. Wir lassen die Beine gestreckt, ohne die Kniescheiben hochzuziehen. Locker lassen bitte. Das Becken ist immer so ein kleines bisschen gekippt, kommt durch unser Hohlkreuz. Trotzdem versuchen wir, den Bauchnabel etwas nach innen und oben Richtung Wirbelsäule zu ziehen, um die Bauchspannung permanent zu halten. Das ist wichtig für den Rücken auch und schützt eben auch die Wirbelsäule. Das Brustbein schräg hoch, diagonal zur Decke, schön aufrichten. Und dann verlagern wir erstmal so ein bisschen am Anfang unten von den Füßen beginnen. Möglichst keine Schuhe, dann könnt ihr das alles auch viel, viel besser spüren, als wenn ihr die Füße in den Schuhen so fest eingeschnürt habt. Gewicht vor- und zurückschieben. Spüre ich deutlich den Unterschied, wenn ich vorne meine Zehen belaste und eben entsprechend hinten die Ferse. Wir können ein bisschen mehr machen. Wir steigen mal hoch auf die Zehenspitzen und nach hinten können wir auch verlagern, um den Fuß mal kurz anzulupfen. Wir stellen uns also für einen kleinen Augenblick auf die Fersen. Jetzt spüren wir das, glaube ich, noch deutlicher, wenn wir so oben auf die Zehenspitzen gehen. Entschuldigung. Gleichgewicht verloren. Eben Thema, Stichwort Gleichgewicht. Wenn wir hochgehen auf die Zehenspitzen, schulen wir unser Gleichgewicht. Bleibt mal einen Moment oben auf den Zehenspitzen, dann merkt man das sehr deutlich, dass da so reflexartig die Muskeln arbeiten, um uns da im Gleichgewicht zu halten. Jetzt haben wir die Beine hier auch ganz gestreckt. Jetzt muss ich die Knie auch tatsächlich mal ein bisschen hochziehen. Und wenn wir es lang genug machen, spüren wir alle auch hinten unseren Wadenmuskel jetzt intensiv. Dann gehen wir wieder vorsichtig runter, schaukeln noch mal ein bisschen weiter im Wechsel, nach hinten auf die Fersen. Und nach vorne hoch auf die Zehenspitzen. Allmählich wird die Bewegung wieder kleiner. So haben wir begonnen. Der Fuß ist noch am Boden. Die Fußsohle nicht mehr anheben. Vorne, hinten. Die Zehen und die Ferse bleiben am Boden. Und wir pendeln uns aus, sodass wir zum Schluss das Gewicht ganz gleichmäßig verteilen auf dem ganzen Fuß. Drei Punkte sind immer wichtig. Großzehballen, vorne, wo der große Fußzeh ist, dann weiter außen der Kleinzehballen, wo der kleine Fußzeh ist und hinten die Ferse. Schön verteilen das Gewicht und spürt auch mal euer Fußgewölbe. Das soll natürlich auch vorhanden sein. Dann lassen wir die Schulter erstmal ein bisschen kreisen. Lockern uns im Schulterbereich, da sind ja auch ganz viele Verspannungen. Am Anfang deswegen wahrscheinlich noch gar nicht so sehr angenehm, die Schulterkreise zu machen. Wir müssen uns erst wieder ein bisschen geschmeidig machen. Wenn es gut funktioniert, können wir auch den Ellbogen dazu nehmen. Wer jetzt schon sagt, das ist mir gar nicht so angenehm, dann probiert es wieder nur mit den Schulterkreisen, das ist nicht so intensiv. Ansonsten, wie gesagt, gerne mal die Ellbogen einsetzen. Die Ellbogen führen dann auch jetzt die Bewegung, also die Ellbogenspitze schön nach oben drehen. Und wenn auch das noch richtig gut funktioniert, dann können wir ja den ganzen Arm mal benutzen. Oberkörper darf sich da ein bisschen mitbewegen nach rechts und links. Prima Effekt für die Brustwirbelsäule. Die lockern wir auch gleich. Und dann gehen wir wieder genauso Stufe für Stufe zurück. Die Ellbogen und die Schulter. Probieren wir mal nur auf der rechten Seite. Nur rechts. Konzentration auf die rechte Seite. Kann auch gut sein, dass eine Seite viel besser funktioniert als die andere, dass ihr da beschwerdefrei seid vielleicht jetzt.
auch noch mal den Ellbogen dazu. Und noch mal den Arm. Gleichmäßig atmen, durch die Nase möglichst ein, durch den Mund aus. Arm locker lassen. Achte darauf, dass der Kreis, wenn ihr ihn mit dem Arm macht, auch nach hinten schön rund fortgesetzt wird, ihr da nicht irgendwo abkürzt. Und dann gehen wir wieder rückwärts. Stufe für Stufe zurück. Ellbogen. Und nochmal die Schulter. Ausschütteln. Linke Seite. Jetzt kann ich das sehr gut beurteilen, welche Seite mir besser gefällt. Schulterkreis und den Ellbogen. Und wir probieren auch hier den Armkreis. Denkt dran, die Spannung im Bauch halten, ganz wichtig. Bauchnabel leicht nach innen und oben Richtung Wirbelsäule. Brustbein schräg, diagonal hochstrecken, aufgerichtet bleiben. Locker auch den linken Arm. Nach hinten kreisen lassen. Wir gehen wieder zurück zu den Ellbogenkreisen. Und zum Schluss noch ein paar Schulterkreise. Und schütteln den Arm auch aus. Fassen an die Rippen. Daumen könnt ihr nach hinten drehen. Wenn euch das zu unangenehm ist, dann lasst den Daumen auch vorne. Spürt aber eure Rippen. Wir locker nochmal mobilisieren die Brustwirbelsäule, indem ihr versucht, eine 8 zu malen. Mit dem Brustkorb die Zahl 8 zeichnen. Ist am Anfang ein bisschen merkwürdig. Aber wenn man einmal den Schwung raus hat, dann tut die Übung sehr gut. Sehr schön. Und nochmal beide Arme ein bisschen auslockern, die Beine auslockern. Und wir ziehen die Arme nach vorne hoch, einatmen und aus. Und ein. Und aus. An die Bauchspannung denken, aufgerichtet bleiben. Jetzt sind die Knie wieder locker. Wir verteilen das Gewicht auf dem ganzen Fuß. Kopf bleibt oben. Bitte nicht zum Boden schauen. Jedes Mal, wenn wir die Arme heben, hebe ich jetzt die Ferse rechts und entsprechend die Ferse links. Rechts und links. Wer mehr machen möchte, zieht das Knie hoch. Aufpassen, dass ihr nicht zu hoch das Bein hebt. Der Oberkörper bleibt aufrecht, der Rücken ist lang. Müsst das Knie nicht ganz weit heben. Und wer wackelig ist, weil wir haben jetzt wieder ein bisschen mit dem Gleichgewicht zu tun auf einem Bein, der bleibt mit der Fußspitze am Boden. Knie heben bedeutet, ich muss wieder ausbalancieren, auf einem Bein stehen. Noch 4, noch 3, noch 2. Nächstes Mal bleibt bitte das rechte Knie oben. Rechtes Knie bleibt. Arme senken. Schulter schön zurück, gerade stehen bleiben. Halte das Knie, beugt deine Arme, die Daumen zeigen nach oben. Und wir schauen mal, noch mehr Herausforderung für die Balance, fürs Gleichgewicht. Je schneller ihr die Arme bewegt, so kleine Hackbewegungen machen, die Luft schneiden. Nehmt mal die Arme nach vorne, da wird es noch ein bisschen anspruchsvoller. Nicht die Luft anhalten, weiter atmen, Arme nochmal beugen. Ihr merkt deutlich jetzt den Unterschied. Sehr schön. Und Knie bleibt noch oben. Wir schwingen ein bisschen das Bein vor und zurück. Ich zeige es euch mal von der Seite. Ganz locker lassen, den Fuß ziehen wir über den Fußboden drüber, bürsten den Fußboden. Lockern das Hüftgelenk. Macht euch nicht allzu viele Gedanken über die Arme. Ich drehe mich wieder zu euch. Und dann bleibt das Bein nochmal hier vorne.
Ausstrecken, leicht über den Boden halten, auch nicht zu hoch heben. Fußgelenk mal kreisen lassen. Fußgelenk kreisen lassen. Andere Richtung auch. Und wir beugen und strecken den rechten Fuß. Beugen und strecken den rechten Fuß. Gehen jetzt mit dem Bein nach hinten, kreuzen mit dem rechten Bein hinten, legen die Außenkante auf den Boden, nehmen den rechten Arm hoch und dehnen uns in die Seite rein. In die Seite. Dehnen, dehnen. Die Außen, die Körperlängsseite, die solltet ihr dabei spüren. Atmung fließt weiter. 8, 7, 6, 5. Wenn ihr es lieber ein bisschen langsamer haben möchtet, kann ich die Dehnung auch ein bisschen langsamer ausführen. In die Seite. In die Seite. 4, 3, 2, 1. Und wieder vorholen. Wir rollen uns mal zwischendurch ganz rund ab. Vom Kopf beginnend. Runter, 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 runter. Und gleich ohne große Pause zu machen, wieder aufrollen. Sehr schön. Arme seit und rund machen. Lehnt euch über so einen großen, dicken Gymnastikball drüber. Wieder aufrichten, strecken, Brustbein nach oben schieben, diagonal hoch. Und wieder über den Gymnastikball drüber legen, rund machen. Aufrichten, strecken. Und rund. Ausatmen, Bauchnabel nach innen ziehen, aufrichten, strecken. Und wieder ausatmen, über den Gymnastikball rund machen. Und wieder aufrichten, strecken. Und nochmal rund. Aufrichten, strecken. Arme sinken lassen. Und wieder im Wechsel. Beine heben und senken. Erinnert euch, es gibt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt gerne auch nur die Ferse heben, wenn euch das zu viel wird. Und linkes Bein bleibt oben, links. Schön die Spannung im Bauch halten, Arme sinken lassen, Schulter schön zurück, Arme beugen, Daumen nach oben und die Luft wieder schneiden. Zack, 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 zack. Weiter atmen, Spannung ist im Bauch. Schön das Gleichgewicht herausfordern, Arme mal nach vorne vor die Schulter und weiter die Luft schneiden. Noch weiter, nicht nachlassen, Arme wieder beugen, da ist es ein bisschen leichter. Und sinken lassen und wir bürsten wieder über den Boden. Ich zeige es euch nochmal von der Seite, der Fuß wischt über den Fußboden drüber, locker. Schwingen, nicht führen die Bewegung und dreht euch wieder, oder ich drehe mich wieder zu euch. Ihr müsst euch nicht mitdrehen, ich habe es nur von der Seite gezeigt, weil man es da besser sieht. Wobei ihr habt ja auch den Spiegel, in dem ihr mich sehen könnt. Sehr schön. Und dann bleibt das linke Bein vorne, nicht allzu hoch. Fußgelenk kreisen lassen, links. Richtung wechseln und beugen und strecken, nur im Fußgelenk. Ganz kräftig ziehe ich die Fußspitze hoch und drücke sie nach unten. Gut, gehen mit dem Bein zurück, kreuze jetzt mit dem linken Bein hinter meinem rechten, leg den Fuß auf die Außenkante, ziehe den linken Arm hoch, einatmen und ausatmen. Dehnung in die Seite. Entsprechend jetzt hier die linke Flanke dehnen. Dehnen. Seite. Seite. Nicht die Luft anhalten. Bewusst an das Ausatmen denken. 4, 3. Wir machen es nochmal in der Variation ein bisschen langsamer. Dehnen. Dehnen. Schaut, dass der Arm hier nicht nach vorne kommt, dass ihr den sehen könnt, sondern hier lieber so ein bisschen hinter dem Ohr. Arbeiten und ausatmen. Wenn ihr in die Seite reingeht mit der Dehnung, atmet aus. 4,
3, 2, 1. Gut. Und wieder vorholen. Hüft schmal. Nochmal vom Kopf her beginnen. Abrollen. Rund. Wirbel für Wirbel. Wieder hoch. Aber wir bleiben mit den Händen auf den Oberschenkeln. Daumen gehen nach vorne rüber. Die Finger sind außen, damit die Schulter schön offen ist. Beine sind leicht gebeugt. Wir strecken den Rücken. Machen den Rücken rund, ausatmen, Bauchnabel nach innen. Strecken, denkt dran, der Kopf wird auch mitbewegt und rund. Strecken, ich zeige es nochmal von der Seite. Die ganze Wirbelsäule wird aktiviert. Und wieder strecken. Ausatmen, rund. Strecken und ein. Ausatmen, rund. Strecken und ein. Ich drehe mich zurück. Und einmal noch. Gerade bleiben. Rücken ist gerade. Aufrichten. Beine weiter öffnen. 11 Uhr, 1 Uhr. Knie sind locker. Bauchspannung ist immer noch da. Hände ganz locker auf die Oberschenkel legen. Und wir gehen in den Squat. Tief, tief. Hoch, hoch. Tief, tief. Hoch. Hoch, schieb die Hände nach vorne, über die Knie. Schau, dass deine Knie auch, wenn du beugst, in Richtung Fußspitzen zeigen, Knie nach außen drücken. Rücken bleibt gerade, Oberschenkel ganz wichtig für den gesunden Rücken. Die Oberschenkelmuskulatur, die Po-Muskulatur, die unterstützen den Rücken. Deshalb müssen wir auch immer, wenn wir was aufheben wollen vom Boden, dran denken, die Beine zu beugen und nicht Beine strecken und dann nach unten gehen. Genau das bringt die Probleme dann mit sich. Tief und hoch. Ihr könnt schön weit runtergehen, bis die Oberschenkel parallel zum Boden stehen. Das ist immer noch in Ordnung. Sollte auch durchaus so viele Wiederholungen geben, dass die Oberschenkel so ein bisschen anfangen zu brennen. Dann ist das für euch das sichere Zeichen, dass die Muskulatur auch wirklich gearbeitet hat und gefordert wird von euch. Dann bleiben wir mal hier unten. 1, 2, 3, 4 heißt strecken. Das heißt, bei 2 heben wir die Ferse, bei 3 wieder senken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bleibt mal hier unten. Nur die Fersen. Jetzt wird es richtig anstrengend. Ich weiß. Heben und senken. Heben und senken. Heben und senken. Fersen bleiben hier unten. 1, 2, 3. Und strecken Seite. 1, 2, 3. Strecken Seite. 1, 2, 3. Wieder auf einem Bein stehen. 1, 2, 3. Und Seite. 1, 2, 3. Arme Seite. Tief, tief, tief. Und Seite. Tief, tief, tief. Und Seite. Einmal noch. Und wir bleiben auf dem rechten Bein stehen. Gehen mit den Armen hoch. Und vorne im Wechsel, das heißt seitlich am Körper vorbei mit den Armen, um wieder das Gleichgewicht ein bisschen herauszufordern. Halte das linke Bein in der Luft. Wenn es gar nicht geht, dann tippt die Fußspitze auf den Boden. Und wir werden mal ein bisschen schneller. Dann wird es wieder schwieriger, auf einem Bein zu stehen. Und 4, 3, 2, 1. Wieder 3 kleine Squats. 1, 2. Nach links, Arme Seite. Mitte tief. 1, 2, 3. Nach rechts. Mitte tief. 1, 2, 3. Nochmal. Beim nächsten Mal bleiben wir auf dem linken Bein. Ihr wisst schon, was kommt. Gut, die Arme hoch. Und im Wechsel
nach vorne bzw. wieder seitlich am Körper vorbei. Gleichgewicht jetzt auf dem linken Bein halten. Atmung fließt, Spannung ist im Bauch. Und wer es anspruchsvoller mag, Armbewegung auch noch mal hier ein bisschen schneller. 4, 3, 2, 1. Sehr schön. So, wir drehen uns. Wir können auch jetzt ruhig schon mal auf die Matte gehen, auf euer Handtuch. Gehen tief, bisschen nach hinten, die Füße zurücksetzen, wieder ranziehen, aufrichten und atmen. Ein, aus, gehen tief, rechts, links, rechts, links, aufrichten, einatmen, aus. Nochmal, Bauchnabel schön nach innen. Ihr müsst die Beine nicht ganz nach hinten strecken. Die können ruhig gebeugt bleiben, so ein Stück zurücksetzen und wieder vorkommen zu den Händen. Und wer möchte, kann auch gerne hier sich abstützen auf den Oberschenkel. Nicht die Luft anhalten. Wir wechseln mal das linke Bein zuerst zurück. Also ich habe es jetzt mit links zuerst gemacht, dann mache ich jetzt das rechte Bein. Wechselt mal einfach die Seite, Bein, mit dem ihr startet, um nach hinten zu gehen. Meistens hat man so ein Lieblingsbein und macht nämlich alles mit dem gleichen Bein. Das wollen wir jetzt mal bewusst ausschalten, dass immer nur das gleiche Bein drankommt. Gut. Und jetzt nochmal bitte zurück. Wieder ranziehen. Halten hier ganz eng. Geht wieder ein Stückchen zurück, sodass ihr jetzt, wenn ihr mal schaut, die Knie unter eure Hüfte stellt. Noch halten. 4. Nicht den Boden berühren, noch nicht berühren. In der Luft halten. Ziemlich flach, dicht über der Matte, über dem Handtuch. Und jetzt hinknien. Mal zurückschieben. Kleine Pause, drückt den Po auf die Fersen, Arme bleiben lang, gleichmäßig atmen und dann kommen wir in den Vierfüßlerstand. Die Knie haben wir ja schon schön unter die Hüfte gesetzt, hüftbreit geöffnet, Hände unter die Schulter, spreizt die Finger schön auseinander, damit ihr das Gewicht gleichmäßig auf der ganzen Hand verteilt. Die Schulter soll weit weg sein von euren Ohren. Das heißt, wir drücken aktiv die Arme in den Boden, ohne die Ellbogen durchzudrücken. Wenn ich nicht aktiv in den Boden drücke, saust die Schulter hoch in Richtung zu meinen Ohren. Probiert es mal aus. Die Hände fest in den Boden drücken, da kommt meine Schulter deutlich weit weg von meinen Ohren. Wieder hochschieben und runterdrücken. Wieder hochschieben. Und runterdrücken. Wieder hochschieben und runterdrücken. Die Schulter bleibt in dieser Position weit weg von den Ohren. Nochmal Wirbelsäulenmobilisation. Die Katze rund machen. Und wieder strecken, das Becken schön bewegen, den Kopf. Und nochmal ausatmen, rund. Und wieder strecken. Und nochmal ausatmen, rund. Und wieder strecken. Nochmal ausatmen, rund. Und wieder strecken. Einmal noch ausatmen, rund. Wieder strecken. Wir stützen auf die Ellbogen. Schieben vorsichtig die Beine nach hinten. Liegen also jetzt mit ausgestreckten Beinen am Boden. Schulterbreit die Arme geöffnet. Die Daumen zeigen nach oben. Und wir versuchen auch aus dieser Position heraus, Bauchnabel kommt an die Wirbelsäule, ausatmen, rund machen und wieder einatmen, absinken lassen. Das Becken heben, ausatmen, rund machen und wieder sinken lassen. Einatmen, ausatmen, rund, drückt die Unterarme fest in den Boden, einatmen, ausatmen, ein. Aus.
und ein. Sehr schön. Nicht die Knie benutzen, lass die Knie am Boden liegen, nicht auf die Knie gehen. Aber in der Wirbelsäule, Bauchmuskeln sind auch beteiligt. Gerade jetzt hier spüre ich das ganz, ganz deutlich, meine Rumpf-Bauchmuskulatur. Noch einmal. Prima, dann geht's weiter. Schieb deine Arme nach vorne. Kleines V mit den Armen. Nicht so eng, lieber ein bisschen offener. Daumen bleiben oben. Bauchnabel nach innen. Da bilde ich so eine kleine Höhle. Stellt euch vor, es wäre ein kalter Eiswürfel auf der Matte und ihr wollt ihn auf keinen Fall mit eurem Bauchnabel berühren. Also ziehe ich den Bauchnabel ein bisschen nach innen. Füße könnt ihr hinlegen oder aufstellen. Überlasse ich euch. Die Beine sind auch ein kleines bisschen geöffnet. Wenn man jetzt von oben auf euch drauf schauen würde, würde das aussehen wie ein X. Spannung im Bauch halten ist jetzt ganz wichtig. Wir gehen über Kreuz. Gleichzeitig mit Arm und Bein vom Boden hoch. Ausatmen, nicht die Luft anhalten. Heben. Die Seite, die jetzt drankommt, die bleibt oben. Klein, 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 klein. 5, 6. Andere Seite auch, schnell. 2, 3, 4, 5, 6. Wieder langsam im Wechsel. Langsam. 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 Und wieder schnell. Und 1, 2, 3, 4. Schön den Po anspannen, Bauchnabel nach innen. Spürt euren Rücken und wechseln. 1, 2, 3, 4. Kopf bleibt gerade in Verlängerung der Wirbelsäule. Und nochmal langsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wechsel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die finale Übung heißt hier jetzt ausatmen, Bauchnabel nach innen und beide Arme, beide Beine in die Luft. Halten, 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 halten. Noch 4. Noch 3, noch 2 und Pause heißt, nehmt die Hände dicht zum Brustkorb, drückt euch nach oben hoch auf die Knie, in den Vierfüßlerstand, Knie wieder öffnen, schaut nochmal nach, Hände unter die Schulter. Schulter ist wieder weit weg von den Ohren, unser aktiver Stütz. Wir runden nochmal den Rücken, atmen aus, wieder strecken, atmen ein. Kopf und Becken schön bewegen. Die ganze Wirbelsäule soll mobilisiert werden. Ausatmen, Bauchnabel nach innen ziehen. Noch einmal. Wir bleiben in der Streckung. Und ihr nehmt mal bitte den Arm, der zu mir zeigt. Mein Arm, der zu euch zeigt, ist der linke, an den Kopf. Dreht den Ellbogen ganz weit nach oben. Mit dem Ausatmen drehe ich den Ellbogen zur Stützhand. Einatmen und aus. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Noch zweimal. Ein und aus. Noch einmal und aus. So, machen wir doch noch mal eine kleine Pause. Allmählich wird es auch für die Handgelenke anstrengend. Deshalb gehen wir nach hinten auf die Fersen, stützen die Ellbogen auf und dann können wir schön die Handgelenke hier lockern. Sehr gut. Dann bitte nochmal zurück, Hände wieder schulterbreit, die Finger schön spreizen, dann habt ihr das Gewicht besser verteilt. Wer gar nicht zurechtkommt, kann auch auf die Faust sich stützen. Schulter ist weit weg von den Ohren wieder. Schön runterdrücken die Schulter. Bauchnabel etwas nach innen und oben Richtung Wirbelsäule. Andere Seite, Hand zum Kopf. Ellbogen zur Decke. Ausatmen, tief zur Stützhand. Ein
und aus. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Letztes Mal. Sehr schön. Nochmal zurück. Wieder auf die Ellbogen stützen, Handgelenke lockern. Ein letztes Mal auf die Hände. Das linke Bein nach hinten schieben. Zehen auf den Boden legen. Jetzt schieben wir uns zurück, rollen den Fuß wieder auf die Zehen im Wechsel und strecken den Fuß. Also, die Ferse geht Richtung Boden und die Zehen wieder auf den Boden legen im Wechsel. Die Schulter ist weit weg von den Ohren. Beim nächsten Mal bleibe ich hinten, drücke mich von den Händen noch ein bisschen weiter zurück, die Zehen fest in den Boden, sodass ihr den Wadenmuskel jetzt gut spürt. Vorkommen, da könnt ihr gerne auch mal die Zehen auf den Boden fest draufdrücken. Mit Kraft die Zehen oder den Fuß in den Boden drücken, um den Spann ein bisschen zu dehnen. Vorsichtig, gibt gerne einen Krampf. Gleiche Übung über Kreuz. Die Zehen hinlegen, der Fuß ist also gestreckt hier am Boden. Und abrollen, zurückschieben. Zehen wieder aufstellen. Zehen wieder hinlegen. Zehen wieder aufstellen. Zehen wieder hinlegen. Aufstellen und hinlegen. Aufstellen und hinlegen. Beim nächsten Mal gleiche Übung wie eben schon gemacht. Zehen aufstellen. Drückt euch mit den Händen kraftvoll zurück. Die Zehen fest in den Boden. Die Ferse Richtung Fußboden. Und jetzt beugen wir mal das hintere Bein. Die Knie sind jetzt über Kreuz und wir drücken uns nochmal zurück. Benutzt eure Arme, eure Hände. Zurückschieben. Spüre ich in meinem Po-Bereich besonders. Das hintere Bein, meine ich. Gut, wir kommen nach vorne. Kleine Pause. Hände einfach mal übereinander unter die Stirn. Auf den Fersen sitzen. Und wir müssen noch mal uns vom Vierfüßlerstand aus in die Position begeben für die andere Seite. Knie also öffnen, parallel ausstrecken, Zehen hinlegen. Und im Wechsel Zehen aufstellen, Ferse zurückschieben. Und Spann wieder dehnen. Zurück und vor. Jetzt bleiben wir wieder hinten, auf den Zehen stehen, die Arme, die Hände benutzen, drückt euch kraftvoll nach hinten, die Zehen fest in den Boden. Nicht die Luft anhalten, hinlegen und auch hier mal fest in den Boden drücken mit dem Fuß. Aufpassen wieder, gibt gerne einen Krampf. Über Kreuz. Wieder die Ferse nach hinten schieben. Da spüre ich jetzt wieder schon gleich die Belastung im Po. Gleichmäßig atmen. Denkt dran, die Schulter bleibt weit weg von den Ohren. Und Zehen aufstellen. Die Arme drücken euch wieder zurück. Und hinlegen den Fuß, in den Boden drücken. Gerne auch hier mal. Dann ranziehen, das hintere Bein auch beugen. Und wir schieben nochmal den Po nach hinten Richtung Ferse. Und Po-Bereich, hinteres Bein ist jetzt gut zu spüren. Sehr schön. Und dann dreht euch über die Seite auf den Rücken. Kopf hinlegen, Arme neben den Körper,
So, Füße aufstellen, hüftschmal geöffnet. Dann drück die Füße fest in den Boden, spür die Oberschenkelrückseite, den Po. Steißbein, Kreuzbeinbereich lösen vom Boden. Wir gehen mal langsam vorsichtig hoch in die Schulterbrücke. Lasst bitte die Spitzen eurer Schulterblätter am Boden liegen, also nicht maximal nach oben gehen. Das gibt dann so viel Druck auf der Halswirbelsäule. So eine mittlere Position reicht. Ich habe jetzt schön hier meine Bauchmuskulatur, Beckenbodenmuskulatur aktiv. Ihr könnt gerne mal fühlen, Füße in den Boden drücken, dann habe ich hier die Oberschenkelrückseite ist fest, der Po, der untere Rücken. Wir halten die Position und ziehen im Wechsel die Knie heran. Wichtig ist, das Becken, auch wenn ich nur auf einem Fuß jetzt stehe, bleibt oben. Bauchnabel auch hier ein bisschen nach innen ziehen, Knie ranziehen. Und dann bleibt mal mit eurem rechten Knie oben. Und dann lassen wir mal gerne die Arme etwas weiter zur Seite, damit ihr stabiler liegt. Kleine Kreise mit dem Knie, das Knie bitte benutzen. Und andersrum auch. Steht stabil auf eurem linken Fuß. Rechtes Bein zur Decke strecken. Und jetzt nochmal Fußgelenk. Beugen und strecken. Und zieht das Bein ein bisschen dichter heran zum Brustkorb. Sehr gut. Und wir beugen. Linkes Knie kommt hoch. Kreise malen mit dem linken Knie. Becken schön oben lassen, stabil stehen auf dem rechten Fuß. Atmung fließt. Kreise in die andere Richtung. Das Knie soll führen. Hüftgelenk ist dran. Strecken zur Decke. Flex. Point. Versucht das Bein mehr ranzuziehen zum Brustkorb. Ich weiß, es zieht auf der Beinrückseite. Die Dehnung. Kraftvoll. Flex. Point. Flex. Point. Flex. Point. Und wir stellen den Fuß wieder auf, rollen uns langsam Wirbel für Wirbel. Langsam zurück zum Boden. Strecken das linke Bein aus und greifen zum rechten Knie. Schulter locker lassen und am Boden liegen lassen. Drück das Knie so dicht wie möglich zum Brustkorb und streck gleichzeitig dein linkes Bein ganz lang aus. Sehr schön. Andere Seite. Rechtes Bein strecken, linkes Knie ranziehen zum Brustkorb. Gleichzeitig das rechte Bein gut strecken. Schulter bleibt liegen. Jetzt lösen wir ein kleines bisschen das rechte Bein vom Boden. Da brauche ich die Bauchmuskeln. Komm etwas mit Kopf und Schulter hoch. Atmung fließt. Und ich wechsle. Kann das etwas schneller im Rhythmus der Musik machen. Oder auch langsam. Langsam. Bauchmuskeln sind aktiv. Gut, schneller, schneller, wenn ihr wollt. Oder auch schnell, schnell halten. Schnell, schnell halten. Schnell, schnell halten. Schnell, schnell und halten. Schnell, schnell und halten. Und noch einmal bitte. Stopp hier. Ich gehe nach innen zu meinem Knöchel. Die andere Hand bleibt hier oben. Und drehe dadurch ein bisschen mehr den Oberkörper. Und benutze meine schrägen Bauchmuskeln. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Füße aufstellen, Kopf liegen lassen. Wird allmählich anstrengend für die Nackenmuskulatur. Fußsohlen zusammen. Armseiten Schulterhöhe. Handflächen nach oben zur Decke zeigen lassen. Und federt ruhig ein bisschen mit den Knien nach außen. Tief, 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 tief. Wenn ihr möchtet, könnt ihr währenddessen den Kopf auch ein bisschen nach rechts und links bewegen. Gleichmäßig atmen.
zurückhalten. Knie bleiben geöffnet. Wir bewegen das Becken nach rechts und nach links. Und dreht mal das Knie nach vorne zu mir, zum Boden. Und wie ein Buch, was ihr schließt, legt das andere Bein oben drauf. Jetzt drehen wir den Kopf aber weg von den Beinen auf die andere Seite. Drücken da, wo ich jetzt meine Hand sehe, die Schulter fest auf den Boden. Öffne als erstes wieder meine Knie, drehe zur anderen Seite, lege die Knie aufeinander und drehe den Kopf wieder weg von meinen Beinen. Die Hand, die ich sehe, den Arm, da achte ich auf die Schulter, die bleibt am Boden liegen. Öffne ich noch ein letztes Mal. Kurz schließen, Knie ranziehen zum Brustkorb. Greif an meine Knie. Drück beide Knie noch mal sanft zum Brustkorb herunter. Dehne meinen unteren Rücken. Der löst sich so ein bisschen dabei vom Boden, genau wie der Po. Schieb die Knie noch mal weg, um den Unterschied zu spüren im Rücken. Sehr schön. Gleichmäßig nochmal atmen. An die Oberschenkelrückseite greifen. Unterschenkel hebe ich ein bisschen an. Kopf und Schulter nochmal heben, dass der Rücken schön rund wird. Mit den Beinen gerne ein bisschen Schwung holen, sodass wir in den Sitz kommen. Dann drehen wir uns nochmal über die Seite. Auf die Knie. Unterschenkel anheben. Zehen aufstellen, zurückschieben, Hände vor die Knie, auf die Füße stellen, auf den Oberschenkeln abstützen. Hier ist der Rücken gerade und ich richte mich auch gerade auf. Drehe mich nochmal zu euch, Hüft schmal, einatmen, Schulter hoch, ausatmen, fallen lassen, einatmen, Schulter hoch, ausatmen, fallen lassen, einatmen, Schulter hoch. Ausatmen, fallen lassen. Einmal. Fallen lassen. Vorne an den Oberschenkeln entlang ziehe ich meine Fingerspitzen an meinem Körper, an meinem Gesicht, am Kopf vorbei, strecke die Arme nach oben und strecke mich rechts und links. Ganz lang machen. Richtung Decke. Richtung Decke. Noch vier. Noch zwei. Atme noch mal ein. Mit dem Ausatmen bewusst die Schulter sinken lassen. Hände aufeinander legen. Mit dem nächsten Ausatmen runterziehen in Richtung Herz. Ich bedanke mich bei euch. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss.